Hallo meine Freunde und herzlich willkommen zu Planet der Affen Teil 2, Callcenter Wesen erklärt. In dieser Folge widmen wir uns wieder den lieben netten Menschen, die vor ein paar Wochen noch für WWF telefoniert haben und jetzt verzweifelt versuchen, Strom zu verkaufen. Wir wünschen euch viel Spaß bei dieser Analyse, die noch einmal als kleiner Beweis dienen soll, dass diese Menschen wirklich da draußen sind und in den letzten Wochen auch nicht wirklich intelligenter geworden sind. An dieser Stelle vielen Dank an alle Patreon und weiterhin viel Spaß auf diesem Kanal, Dimitri Over and Out. Fröhlich? Herr Fröhlich, grüße Sie. Hallo. Herr Fröhlich, ich wollte mich noch... hatte gerade schon mit einem Kollegen von Ihnen gesprochen, der hat einfach aufgelegt. Ach du je. Gott, oh Gott, das tut mir leid. Entschuldigung, vielleicht war da einfach ein Verbindungsfehler. Nein, jedenfalls der hat gesagt, er hat nur angerufen, um mir zu sagen, dass ich den Gutschein nicht gewonnen habe. Welchen Gutschein denn? Ich weiß nicht, der rief an, sagt, ich habe da bei einer Umfrage mitgemacht, da ging es um den Gutschein, dann frage ich, ob ich den gewonnen habe. Und dann sagt er, nein, ich rufe nur an, um ihm zu sagen, dass sie nicht gewonnen haben. Und dann hat er aufgelegt. Das ist aber eine Frechheit. Ich werde gleich mal rausfinden, welcher Kollege das war und dann werde ich mich mal mit dem in Verbindung setzen. Tut mir wirklich leid. Ja, nein, ich habe mich schon voll gewundert. Ich denke, warum ruft man denn Leute an, um zu sagen, dass sie nicht gewonnen haben? Dass man nichts gewonnen hat. Das ist völliger Schwachsinn, weil wir auch gar nichts mit diesem... Ich weiß, worum es geht. Es geht nämlich um diesen Baumarkt-Voucher, ne? Ich weiß das gar nicht mehr. Ich war gestern so tüdelig. Ach so, okay, nee, kein Problem. Es ist nämlich so, dass diese Gutscheine, um die es geht im Internet, die beinhalten auch Stromfragen. So, auch die Frage, 80% der Bundesbürger zahlen zu viel für ihren Strom, haben sie Interesse an einem günstigen Tarif? Da haben sie das mit Ja beantwortet und deswegen wollten wir uns einmal bei Ihnen melden, um zu schauen, ob wir eventuell Ihre Energiekosten senken können. Das ist ja aber eine Frechheit, dass der dann einfach auflegt. Das ist eine Frechheit. Wie gesagt, ich werde das mit dem klären, werde da auch mal mit dem sprechen, was da los war. Vielleicht, ich weiß nicht. Aber es ist ja, wie kommt das denn, dass Sie mich jetzt nochmal anrufen? Ich weiß nicht, Sie sind bei mir hier auf den Tisch gekommen, dass ich mich nochmal bei Ihnen melden soll. Ich bin bei Ihnen auf den Tisch gekommen. Ja, der Dialer will dafür. Das ist aber auch eine leicht frivole Ausdrucksweise. Ah nein, so war das nicht. Nicht in dem, um Gottes Willen, das würde ich mir niemals anmaßen. Nein, so war das nicht. Ach gut, okay. Herr Fröhlich, ist das denn nur Strom? Mag am Rande, ist das denn nur Strom bei Ihnen oder auch Gas? Ich habe auch Gas. Sie haben auch Gas. Und das in Nürnberg auch über einen örtlichen Versorger? Ich glaube schon, ich bin erst hierher gezogen. Ah, okay, ist so ein Neueinzug, okay. Ja, ich sag mal so, dann kommt man ja meistens immer automatisch in die Grundversorgung. Da zahlt man ja immer ein bisschen mehr, als man muss, ne? Ich könnte höchstens den Hausmeister fragen, der wohnt nur zwei Stockwerke weiter. Was? Der wohnt nur zwei Stockwerke weiter, okay? Ja, der wohnt und hier im Haus mit drin, das ist ganz praktisch, weil der hat mir hier schon ganz viel geholfen, weil ich kann gut kochen, ich kann gut nähen, ich kann gut sticken, aber dieses ganze Tapezier- und Zusammenbauzeug, das ist das so gar nicht Das schaffen sie nicht, ne? Ding. Nee, kann ich, sag mal, das ist ja auch richtige Männersache, ne? Ich sag das mal, da muss man auch gewisse, eben, so, das ist halt der Punkt. Ich weiß nicht, ist es denn so, dass Sie jetzt einfach, haben Sie denn einen Vertrag mit Ihrem Versorger schon geschlossen oder zahlen Sie gar keine Stromrechnung bisher? Also ich habe jetzt noch keine Rechnung gekriegt, aber in meinem Mietvertrag, da stand drin, dass die uns da erstmal so mit eintragen. Naja, ich sag mal so, normalerweise, das kann glaube ich nicht sein, weil das hat nichts mit dem Mietvertrag zu tun, weil eigentlich ist es so, dass wenn man in einen Ort neu zieht, man automatisch in die Grundversorgung erstmal kommt. Ich glaube, das bedeutet, ist damit gemeint gewesen. Ah, okay. Und hat man Ihnen denn gesagt, wie viel Abschlag Sie jetzt erstmal zahlen sollen? Ich glaube, im Mietvertrag steht 55 Euro. Ach, ist es Warmmiete bei Ihnen? Ja. Ach so, ja gut, dann haben wir damit ja eh nichts zu tun. Dann läuft das ja über Ihren Vermieter. Alles klar. Nee. Warmmieter heißt doch mit Heizkosten, oder nicht? Nee, auch Strom kann damit beinhaltet sein, wenn das im Mietvertrag festgelegt ist. Sie sagten doch gerade, die Stromkosten sind im Mietvertrag mit festgelegt. Dann wird das doch eh von Ihrem Vermieter bezahlt und Sie zahlen einfach nur eine Warmmiete. Nein, das ist da nicht mit drin. Die haben mich Ach, Strom ist nicht mit drin. Gemeldet. Ach, wieso bringen die denn... Das ist aber merkwürdig, okay. Das ist okay. So eine Genossenschaft, die haben das einfach gemacht. Die sagen, das ist ganz toll, ich habe von sowas keine Ahnung. Okay. Soll ich dir mal fragen, bevor wir hier jetzt Probleme kriegen? Na, es gibt sowieso keine Probleme. Ich sag mal, das heißt, Sie sind dann jetzt von der NRG versorgt, ja? Also der örtliche Versorger bei Ihnen. Aber ich müsste das jetzt raussuchen, ich weiß das gar nicht. Okay. Meinen Sie denn, Sie können das mal zu nach Pfingsten raussuchen und wir melden uns nochmal bei Ihnen? Ich kann auch einfach, ich bin ja gut organisiert, ich habe noch keine Schränke, ich habe noch keinen Schreibtisch, ich habe hier drei große Haufen mit allen wichtigen Sachen und in einem sind meine ganzen Papierunterlagen. Ach du Jemini, ja gut, dann haben Sie natürlich ein langes Wochenende und können das mal in Ruhe raussuchen. Und dann würde ich mich einfach nächste Woche nochmal melden, sodass wir das in Ruhe mal besprechen können. Ist ja gar kein Problem. Ich würde Ihnen da gerne helfen, weil wie gesagt, bei uns in Nürnberg, ich schaue mal ganz schnell rein, preistechnisch. Sind Sie auch in Nürnberg?
Die Innogy beliefert auch Nürnberg, ja natürlich. Aber Sie sagten bei uns in Nürnberg, sonst hätte ich ja gesagt, Sie können mich mal ein bisschen rumführen. Ach, um Gottes Willen, nein, ich komme aus Hamburg. Nee, 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 Nürnberg lebe ich nicht. Das ist ja doch ein bisschen weiter. Da weiter ist entfernt, so auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also was ich Ihnen auf jeden Fall sagen kann, ist, dass Sie aktuell bei der NRG 121 Euro an Zählergebühren haben. Die würde durch uns schon mal reduziert werden auf 83. Und so der viel? Arbeitspreis liegt dabei 27,75, liegt hier bei 24,93. Moment, somit Moment, ist das Moment, auch eine Moment. Reduzierung. Hübscher, das muss ich mir aufschreiben, das ist mir viel zu viel. Was haben Sie mich gerade meinen Hübscher genannt? Ja. Sie wissen doch gar nicht, wie ich aussehe. Ich könnte doch auch Potte hässlich sein. Ach, die Stimme macht das. Ah, die Stimme macht das. Okay, ja. Gut. Ja, was, nee, nee. Was zahle ja, also ich jetzt? Wie bitte? Was zahle ich jetzt? Also ich habe der Grundversorgungstarif, der Stromstandard in Nürnberg bei der Energie. Da liegt sie folgt aus. Grundpreis sind 121,02 €. Jetzt alles brutto, ne? Brutto, ja. Ne? Ja. Und hier steht 27,75 € sei der, das ist der Stromstandard von der Energie. Okay. Und bei uns ist der aktuell laufende Tarif, sieht wie folgt aus, 83,30 € als Grundpreis und 24,98 € brutto als Arbeitspreis. Was ist denn jetzt dieser Arbeitspreis? Ich komme da immer das ist der Preis, das ist der Preis pro Kilowattstunde. Oh, und das sind, warte, was hat man da so? Ich glaube so 2000 im Monat. Das kommt, das, ich sag mal so, das kommt wirklich auf den Privathaushalt dran. Das kommt auf den Privathaushalt drauf an, je nachdem wie viel er verbraucht. Ich sag mal so, sind Sie ein Einpersonenhaushalt oder mehr Personen? Ja, leider. Sind allein? Ja. Alleine? Oh, ja. Ach, alleine leider, okay, verstehe. Ja. Also Einpersonenhaushalte werden, ich persönlich, ich sag mal so, das kommt so ein bisschen auf die Quadratmeterzahl drauf an, was für Geräte Sie zu Hause haben, aber ich würde mal sagen, mehr als 1600 Kilowattstunden werden Sie bestimmt im Jahr nicht verbrauchen. Aber dann wäre das ja, wenn ich jetzt mal gucke, 1000 mal 3 Cent und dann noch dieser Grundbetrag, das ist ja schon nicht wenig, oder? Hübsch. Ich sag mal so, ich kann Ihnen genau sagen, was Sie für 1600 bei Ihrem aktuellen Tarif zahlen bei der Energie und was das bei uns kostet. Ich gucke ganz kurz rein, okay. Kein Problem. Okay, und ich gucke so lange, ob ich den Zettel finde. Ja, machen Sie das. Ja. Sagen Sie, egal, suchen Sie mal, alles gut. Und wie würde das denn ablaufen, wenn wir das jetzt... Wie das funktioniert? Also, ich habe mal reingeguckt, ganz kurz. Ja. Die 1600 Kilowattstunden kosten bei der Energie 47,09 €. Bei uns 40,25 €. Oh. Sind also 7 € weniger. Ich weiß, es ist nicht so viel, aber Sie haben ja auch nicht so einen hohen Verbrauch. Dementsprechend ist die Ersparnis natürlich auch nicht ganz so hoch. Nee, ich bin ja meistens, arbeiten. Ach, Sie sind meistens arbeiten. Ja gut, okay, dann verbraucht man ja nicht so viel Strom, ne? Ich meine, ich habe so meine so die Standardtechnik-Sachen, die man halt so hat. Nähmaschine und Bügeleisen und sowas. Aber das okay. Ist ja nicht so viel. Okay. Sie sind auch, entschuldigen Sie, ich weiß, das ist eine ungewöhnliche Frage, aber können Sie mir mal Ihr Geburtsjahr sagen? Weil Nähmaschine passt ja eher zu der älteren Generation, ne? Ach, wieso denn? Ich finde Meinen Sie nicht? Ach, haben Sie das gelernt, damit zu nähen? Ja, da habe ich ganz viel. Das finde ich aber schön, das ist eine alte Kunst, die man definitiv heutzutage nicht mehr überall findet. Das ist richtig. Vor allen Dingen nicht in der Jugend. Die meisten meiner Altersgenossen können nicht mal mit Nadel und Faden umgehen. Ich weiß, das ist auch, deswegen geht die Jugend von heutzutage auch zugrunde. Und ich habe die krasse oberschnelle Nähmaschine. Sie haben die krass oberschnelle Nähmaschine, okay. Sagen Sie, können Sie mir vielleicht einen kleinen Gefallen tun, wenn Sie übers Wochenende mal die Unterlagen suchen? Können Sie den Lennart Genom mal von mir grüßen? Wen soll ich grüßen? Den Lennart Genom, können Sie den von mir grüßen? Den kennen Sie ganz genau. Oder Herrn Maulwurf, wäre auch gut, wenn Sie den mal grüßen. Ja? Ich bin gerade erst hergezogen. Ja, ist in Ordnung. Ist in Ordnung. Grüßen Sie auch mal den Callcenter-Fan von mir und ansonsten wünsche ich Ihnen alle schöne Pfingsten und alles Gute, ja? Hey, warte mal, Suka, hast du nicht neulich noch für WWF telefoniert? Wenn Sie jetzt anfangen, mich zu beleidigen, dann ist das sehr unhöflich von Ihnen, weil ich habe in keinster Weise Ihnen irgendetwas getan. Ich habe Ihnen ganz normal eine Beratung angeboten. Da. Und wenn Sie die nicht wahrnehmen wollen, weil Sie am besten nichts Besseres zu tun haben tagsüber, dann kann ich da auch nichts für. Tut mir wirklich leid. Aber Sie müssen nicht ausfallen werden. Bei 2 Wochen warst du doch noch bei WWF. Wie bist du jetzt so schnell dahin gekommen? Ich weiß nicht mal, was WWF ist. Du hast doch bei WWF Callcenter, standest du auch da, als die angerufen haben. Und dann hast Wer ist denn WWF? Ich kenne keinen WWF. World Wildlife Fund, Blöd. Hier diese Tierschutztypen, da standest du daneben. Und hast mich auch erst für Lennart gehalten. Haben Sie gerade, reden Sie gerade mit einem russischen Akzent? Natürlich. Warum, sind Sie eigentlich Russe? Da, natürlich. Warum haben Sie denn dann am Anfang so anders mit mir gesprochen? Weiß nicht, das war jetzt mein neuer Test. Weißt du, ich wollte schwule Charakter machen, weil der Russe immer erkannt wird. Как дела, блядь? Как дела? Дай мне водка, сука! Сука, спи, замолчи, блядь. Hallo? Wie kannst du nicht... Спи, замолчи, нахуй. Hallo, du kannst nicht... Я твою сестру грохну. Hallo, du kannst nicht so mit meinem Kumpel reden. Bei uns in Indien, da werden wir die Hand abschlagen. Maulwurf! Ey, Panji. Nee, Rakesh. Panji, du dummer Hund.
Ja, und wie ist, was ist mit euch? Einmal WWF und jetzt Strom telefonieren? Habt ihr alle keine Freunde? Ja, das war bei der andere, das war bei der andere. Hallo. Sag mal, hast du auch einen YouTube-Kanal oder ja, bist du nur einfach so, weil du keine eigene Beschäftigung hast tagsüber? Ich habe auch YouTube. Und du bist auch YouTube? Ja, du bist Kundenliebling. Du bist Publikumliebling. Das freut mich, weil ich mache meine Sache, finde ich, auch immer sehr gut, ne? Ja, du machst es immer so, du bist irgendwie der Einzige von denen, der Deutsch. Oh mein Gott, jetzt hat er aufgelegt.